Hallo liebe Schrauberfreunde. Wir zeigen euch heute bei diesem Skoda Octavia, wie man die Glühkerzen wechselt. Um die Glühkerzen bei diesem Skoda zu wechseln, benötigen wir heute eine 3/8 Zoll Knarre, Verlängerung, eine 10er Langnuss, ein 1/4 Zoll Knarre, Verlängerung, 10er Nuss und einen Drehmomentschlüssel. In dem Fall auch 3/8 Zoll. Da wir ja an der elektrischen Anlage vom Fahrzeug arbeiten, klemmen wir als erstes die Minuspole der Batterie ab. Ziehen den Pol ab und legen uns den sicher weg, was aber beim Arbeiten nicht mehr auf den Batteriepol kommt. Die Glühkerzen befinden sich unter der Motorabdeckung, also nehmen wir diese ab. So. Nicht mit dem. Hier sehen wir auch schon die Stromleiste der Glühkerzen. Diese ziehen wir ab. Nummer 1, 2. Das ist so. Fädeln Sie hier durch, legen Sie uns beiseite, dass sie nicht im Weg rumliegt. Und hier sieht man jetzt wunderbar die vier Glühkerzen. 1, 2, 3 und die vierte. So, Schmitti kann die jetzt abschrauben. Ihr benötigt dazu eine 10er Langnuss und handelsübliches Nusswerkzeug. So. Die erste wäre draußen. Ja, ihr seht ja, dass sie ein bisschen verrußt ist, aber noch alles im Bereich des Möglichen. Und weiter geht's. Und die nächste ist okay. So, und die letzte. So. So, die Glühkerzen sahen alle ähnlich aus. Wenn sie richtig kaputt sind, dann bildet sich hier unten so eine kleine Kugel. Dann habt ihr natürlich mehr Schwierigkeiten, die rauszunehmen. Aber die ging prima. Wie ihr gesehen habt, sind diese Glühkerzen ziemlich leicht rausgegangen. Das muss aber nicht immer so sein. Wenn zum Beispiel die Vorglühkontrolllampe lange an ist, ist ein Zeichen dafür, dass eine von den Glühkerzen ausgestiegen ist. Das heißt, die kann nicht mehr arbeiten. Wenn die Glühkerze ausfällt, passiert Folgendes. Der Ruß, der sich hier unten sammelt, der kann nicht mehr verbrannt werden. Es wird sich so eine Art Pilz entwickeln, Pilz entstehen. Ihr werdet eventuell die Glühkerze rausbekommen oder die lose bekommen, aber ihr kriegt sie nicht rausgezogen, weil sie sich hier unten festhält. Im schlimmsten Fall bricht dieser Stift der Glühkerze ab. Also wenn die Kontrolllampe eurer Vorglühanlage leuchtet, wartet nicht so lange, begebt euch sofort in die Werkstatt. Das kann richtig teuer werden. Im schlimmsten Fall muss der Zylinderkopf runter. So, jetzt können wir die neuen einbauen. Hier sehen wir jetzt auch schon eine neue Glühkerze. Aber was machen Glühkerzen im Motor eigentlich? Damit beim Dieselmotor in der Kaltstartphase das Kraftstoffgemisch zündwilliger wird
und er schneller anspringt, werden Glühkerzen benötigt. Denn die Glühkerzen fangen an zu glühen und erhöhen damit die Temperatur im Brennraum und durch diese erhöhte Temperatur zündet der Motor besser. Na dann, Schmitti, wieder rein in die neuen Kerzen. Ja, der Einbau ist nicht so schwierig. Wichtig ist darauf zu achten, die gerade anzusetzen, nicht zu verkanten. Also ein bisschen vorsichtig ansetzen. So, wir setzen die erstmal an und ziehen die dann den erforderlichen Drehmoment fest. Und so wird natürlich bei den anderen dreien auch verfahren. Ne? Das klappt jetzt besser, wa? Hier, kommt gleich. Das war's schon. Jetzt stecken wir die Steckerleiste wieder auf. Diese wieder hier durchfädeln. Darauf achten, jeden einzelnen Stecker auf die Glühkerze zu stecken. Und dann draufdrücken. Ihr merkt auch, dass sie einrasten. Und man hört sogar. Okay. Dann stecken wir jetzt die Motorabdeckung wieder auf. So. Schmitti klemmt die Batterie wieder an. Fest draufdrücken. Einschrauben. Und die Abdeckung wieder drüber. So, der Minuspol ist angeklemmt und damit ist die Arbeit für uns erledigt. Und denkt dran, Leute, man sollte immer alle 4 Glühkerzen wechseln und nachdem ihr die gewechselt habt, natürlich den Fehlerspeicher löschen lassen. So, das bedeutet für uns wieder mal Feierabend! Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Okay, nochmal, nochmal. Okay, das war nichts. Während ich hier noch putze, könnt ihr ja hier oder hier noch ein Video gucken und am besten gleich unseren Kanal abonnieren.